Aber zumindest so ein kleiner Prinz gerade. Zu mir fühlt er sich so. Jonas Folger. Ja, der zweite Sieg in dieser Saison. Und diesmal ein hart erkämpfter. Ja, und absolut verdient. Jonas Folger kommt aus Mühldorf, lebt aber in Spanien mit seinem Freund Marcel Schlötter zusammen, der auch unter die Top 10 gefahren ist als Zehnter. Ja, hier kommt der Pechvogel. Er hat alles probiert. Er wollte die zweite Platzierung einfahren. Alex Rins und, konnte noch durchs Ziel kommen, aber wurde mit keinen Punkten mehr belohnt. Aber der Deutsche, zwei Siege in dieser Saison. Bisher hatten nur Leute gewonnen, die ersten drei Rennen, die noch nie ein Rennen gewonnen hatte. Das kann man jetzt nicht mehr behaupten. Zum Glück. So, und als er gerade mit der deutschen Fahne hier durch die Boxengasse fuhr, da stand auch Dirk Heidorf, da der Teamchef aus der Moto 3 und jubelte ihm zu und freute sich also mit für seinen deutschen Landsmann hier. Ja, und so eng liegen eben Glück und Pech nebeneinander. Alex Rins